Heute, was geht ab, Leute, hier? Mit einer Ergänzung zum Video von gestern. Und zwar, so kriegt ihr diesmal wirklich garantiert ein Lucky Pokémon. Es wurde gestern von Niantic angekündigt, also jetzt eigentlich vorgestern schon. Vorgestern angekündigt, gestern kam das Video. Und zwar sind Pokémon, die vom Juli und August 2016 getauscht werden, von einem Trainer, der weniger als 10 Lucky Pokémon hat, garantiert Lucky. Und seit dem Video von gestern gab es ein paar Ergänzungen, die zeige ich euch heute mal jetzt. Es ist halt so, dass nur einer von den zwei unter 10 Lucky Pokémon haben muss. Und dann reicht es, dass beide Lucky werden. Aber da muss man auch auf was achten. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Also, Fall Nummer 1, der Archie und die Sarah, die tauschen. Beide haben unter 10 Lucky Pokémon. Und beide tauschen ein Pokémon vom Juli bzw. August 2016. Garantiert werden beide Lucky. Das würde jetzt auch gehen, wenn nur einer von den zwei ein Pokémon tauscht aus dem Jahre Juli, August 2016. Und das sehen wir dann in Fall 2. Da tauscht Ava mit Robert. Und ja, Robert gibt einen Rayquaza her, das natürlich nicht vom Juli oder August 2016 ist. Und er hat mehr als 10 Lucky. Das ist das, was gestern nicht ganz klar war. Nur einer von den zwei muss unter 10 Lucky haben. Und jetzt aufgepasst, das ist das Besondere, das ist das Wichtige zwischen Fall 2 und Fall 3. Der kleine Unterschied. Und zwar ist es so, dass jetzt der unter 10 Lucky Pokémon hat, der muss auch das garantierte Pokémon aus dem Jahr 2016 tauschen. Weil hier in dem Beispiel haben wir Lily und Jace. Und Jace hat mehr als 10 Lucky Pokémon. Aber er gibt das Pokémon aus dem Jahr 2016 her. Und das wird nicht garantiert Lucky. Der unter 10 Lucky Pokémon hat, muss auch das alte Pokémon hergeben. Was ziemlich krass ist, was mir persönlich gar nicht gefällt. Weil ich habe zum Beispiel gar kein Pokémon vom Juli oder August 2016. Aber wenn ich jetzt irgendwelche alten Spieler finden würde. Ich meine, jeder hat mal früher gespielt. Einfach irgendwelche Leute anquatschen. Keine Ahnung, wie ich an alte Accounts rankomme, aber theoretisch. Und jeder von denen hat wahrscheinlich ein Relaxo noch oder ein Lapras oder ein Dragoran. Und das wird garantiert Lucky. Egal wie viele Lucky Pokémon ich bereits habe, wenn ich diese alten Accounts finde von irgendwelchen alten Spielern, da kann ich mir garantiert Lucky Lapras, Lucky, alles Lucky, was die da noch drauf haben. Selbst so Kleinigkeiten, Pinsir, ihr wisst, was ich meine. Das ist garantiert der Lucky. Also rein theoretisch könnte man das echt ausnutzen. Man muss halt nur irgendwie die ganzen alten Accounts wieder reaktivieren. Und das will Niantic wahrscheinlich auch, dass man die alten Accounts reaktiviert. Nur, wenn man sie jetzt wahrscheinlich reaktivieren würde, dann nur zum Ausschlachten. Nur zum Absorbieren der krassen Pokémon, die dann Lucky werden. Und die Accounts würden dann weiter sterben, also weiter tot sein und nicht weiter gespielt werden. Also das ist, läuft, glaube ich, nicht nach Plan von Niantic. Ich überlege mir jetzt, wo ich hier so alte Accounts herbekomme von irgendwelchen, die mal am Anfang gespielt haben mit dem Hype und dann aufgehört haben. Da gibt es sicher ein paar, die haben ein paar Gelaxo oder Lapras. Da kann ich mir bestimmt mal ein paar rübertauschen und dann garantiert Lucky Lapras und Lucky Gelaxo haben. Dann kommen wir zum letzten Fall. Da ist es so, dass der Peter und der David beide mehr als 10 Lucky Pokémon haben. Sie geben zwar beide ein altes Pokémon vom Juli oder August 2016 her. Aber da beide mehr als 10 Lucky Pokémon haben, ist das nicht garantiert. Je älter das Pokémon, desto höher ist zwar die Chance, aber ist nicht garantiert. Das war so die kleine Ergänzung. Das heißt, nur ein Partner muss unter 10 Luckys haben. Und wenn der dann noch ein altes Pokémon hergibt, dann wird es garantiert Lucky. Dementsprechend kann ich mir jetzt zum Beispiel keine legendären Luckys traden. Also für mich jetzt. Weil damals gab es natürlich noch keine für bei den alten Accounts. Aber, wie gesagt, solche Sachen wie Lapras, Gelaxo geht schon. Und was es halt damals noch so alles gab. Tangela ist auch relativ selten, sowas. Vielleicht hat einer ja einen Tauros bereits damals gehabt oder Pogenta oder sowas. Also solche Sachen. Tratini. Also eigentlich ganz Gen 1 eigentlich. Könnte man sich jetzt als Lucky herholen. Und dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt durch die erhöhte IV jetzt viel besser ist und die Chance auf einen 100er Lucky eigentlich relativ gut ist, könnte man das eigentlich richtig ausnutzen, bis man 100er Lucky Lapras, Gelaxo, Dragoran und so weiter hat. Das war so eine kleine Zusatzinfo. Checkt mein anderes Video von heute ab. Alles rund um den Lavados Day, der morgen übrigens stattfindet. Viel Glück und viel Erfolg morgen. Checkt das Video auf jeden Fall ab. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Ah ja, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.